und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ich muss zugeben, ich habe diesen Mittwoch ein Thema. Entschuldigt, ich merke gerade, dass ich Schatten werfe. Ist das cool? Ich werfe einen Schatten, das ist auch das erste Mal. Ja, das war übrigens Begeisterung. Wirklich richtig tiefgehende Begeisterung bei mir. Meine Begeisterung zeigt sich anders als bei den meisten. Ich bin nicht so jemand, der, wenn er begeistert ist, es so richtig ausdrücken kann oder so. Aber wenn ich richtig begeistert bin, und zwar von ganzem Herzen oder von ganz innen drin, das klingt jetzt vielleicht komisch, ist aber so, dann fange ich an zu klatschen. Ich fange einfach an zu klatschen wie so ein Seehund. Ich kann dann auch eine ganze Weile lang nicht aufhören. Und wenn ich dann noch begeisterter bin, dann fange ich an, durch die Gegend zu hüpfen. Einfach so dieses auf der Stelle hoch und runter. Und wenn ich dann noch einen ganz kleinen Ticken, also wenn ich so richtig begeistert bin, dann fange ich an zu quietschen. Also nicht, dass ich dann nur hüpfe und klatsche und quietsche, das wäre dann doch etwas zu viel. Nein, ich quietsche. Einfach dieses, ich fange dann an wie so ein kleines Meerschweinchen, fange ich an zu quietschen. Das habe ich nicht oft, ja, aber immer öfter. aber ja, so zeigt sich bei mir Begeisterung. Und es ist einfach so, es ist schwer zu beschreiben, weil es eben einfach ein komisches Thema ist. Aber im Moment begeistert mich die Haarsträhne gerade gar nicht. Mann, die will nicht so, wie ich will. Gut, es ist so, dass Begeisterung jetzt nicht gerade unbedingt so dieses, ich fühle die Begeisterung nicht richtig. Also es ist nicht so, dass ich dann, sondern ich fühle dann einfach nur dieses, wie beschreibe ich das, so ein und dann fange ich eben einfach an, begeistert zu klatschen. Es ist nicht so, dass ich dann in mir drin wirklich die Begeisterung fühlen kann. Das ist, was ich schade finde. Ich kann auch nicht steuern, einfach zu begeistert zu sein und nicht zu klatschen. Das ist dann, dann entwickelt sich wie bei diesen alten Wasserkochern, wo angefangen haben zu tuten, so piep, wenn ich nicht dann einfach anfange, irgendwann zu klatschen und zu hüpfen. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie ein Zwang ist oder ein Tick und ob das andere Asperger auch haben. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das wäre echt nett, dass ich das mal so ein bisschen weiß. Aber bei mir ist es einfach so, dass ich dann sozusagen dieses Klatschen und Hüpfen, das kommt dann einfach automatisch. Es ist wie einatmen, wie Luft zum Atmen, wie atmen. Fange ich dann einfach irgendwann an zu klatschen oder zu quietschen oder eben diese, ich kann es nicht steuern, es ist einfach, diese Geräusche kommen, dazu kommen nicht. Und ja, das heißt nicht, also wenn ich zum Beispiel etwas bekomme und dabei nicht klatsche, dass ich dann nicht irgendwie auf eine gewisse Art mich freue oder irgendwie sowas, sondern es heißt einfach, dass ich mich auf eine andere Art freue. Naja, eigentlich nicht. Also wenn man sich nicht, also wenn ich mal gerade so genau drüber nachdenke, wenn man die Freude ja nicht fühlen kann, dann ist es ja jetzt ein bisschen blöd formuliert, wenn ich sage, ich freue mich auf eine andere Art. Aber ich finde es trotzdem schön, dass jemand, wenn jemand an mich denkt oder wenn einfach jemand mir eine Freude machen möchte. Und ich freue mich riesig, wenn man einfach nur Zeit mit mir verbringt. Wenn jemand einfach nur da ist und mit mir redet und wenn jemand einfach nur die sich die Zeit nimmt, mir zuzuhören oder einfach jemand da ist und ich nicht so ganz alleine da hocke. Oder wenn ich jemandem einfach erzählen kann, was mich beschäftigt. Solche Sachen sind solche Sachen, die mich viel mehr freuen als die größten Geschenke der Weltgeschichte. Oder die mich mehr begeistern. Oder sowas wie, es klingt jetzt vielleicht echt komisch, aber wenn ich mit meinem Papa einfach Zeit verbringe und ich dann mit seiner Hand spielen darf, weil mein Vati hat eine ganz lustige Hand, der hat hier eine richtig große Blutader. Und ich weiß, vielleicht sollte man das nicht machen, aber immer wenn man da drauf, dann kluckert die so ein bisschen. Und das finde ich immer so lustig. Und wenn ich einfach bei meinem Papa da auf der Ader drücken darf, dann ist das für mich das Größte, was es überhaupt gibt. Allgemein gibt es für mich nichts Schöneres, als einfach
etwas Zeit mit meiner Familie zu verbringen oder einfach auch mal einfach nur hier zu sein in meinem Zimmer, mein Zeug zu machen und nicht irgendwie rauszugehen zu müssen oder meine Ruhe haben. Solche Kleinigkeiten, die für mich einfach die Welt bedeuten, wenn man so will. Ja, aber was ich euch auf jeden Fall erzählen wollte, eine Sache, die mich gerade zur Zeit total begeistert ist, ist, ich habe endlich einen Ersatz-iPod gefunden und meiner ist ja kaputt gegangen, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Den ich schon seit ungefähr 10 Jahren hatte, der ist jetzt leider kaputt gegangen und mich umzugewöhnen war dann, ich hatte noch einen in Reserve, aber der ist halt nicht genau der gleiche gewesen oder derselbe. Und es war auch nicht dasselbe mit ihm. Also war ich eher so in diesem Umgewöhnen. Aber jetzt habe ich zu meinem Glück ein Ersatz-iPod gefunden und das freut mich riesig, weil, naja, das nimmt mir die Zeit zum Umgewöhnen und jetzt kann ich einfach wieder weitermachen, da wo ich stehen geblieben bin. Ja, was ich euch aber auf jeden Fall erzählen wollte, noch anderes, was so bei mir los ist, ist, mein Bruder ist ja jetzt zurückgekommen und ja, ich weiß, mein Freitagsvideo war ein bisschen kurz, ein bisschen dürftig. Und ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal entschuldigen für dieses Freitagsvideo. Allerdings, wenn ich mich auf etwas vorfreue, es ist komisch, aber die einzige richtige Freude, die ich so kenne, ist diese Vorfreude vom Advent, von Ostern, von Weihnachten, wenn jemand zu Besuch kommt, wenn ich weiß, dass irgendwie ein Paket bald kommt, dann habe ich manchmal dieses einfach nur so mich kurz vorfreuen. Und ja, das ist für mich so dieses eine ganz große Sache, weil ich dann oft mir diese Fragen stelle, wie zum Beispiel, habe ich mich zu sehr verändert? Bin ich noch so, wie ich vor, sagen wir mal, bei unserem letzten Treffen war? Oder habe ich mich noch mehr verändert? Oder doch anders verändert? Habe ich mich zum Guten oder eher nicht zum Guten entwickelt? Was, wenn wir kein Gesprächsthema finden? Was, wenn ich ihn nicht wiedererkenne und dann in diese typische Elena Stockstarre erstarre? Was, wenn ich so aufgeregt bin, dass ich umkippe oder sowas? Oh Gott, und solche Fragen stelle ich mir dann einfach. Und was natürlich die Frage ist Nummer eins, die ich mir dann immer stelle, weil es nur mal. Ja, das war jetzt mein Telefon, das runtergeflogen ist. Entschuldigt noch einmal. Sekunde, jetzt ist es wieder oben. Auf jeden Fall, was ich mich dann natürlich auch immer fragen muss, sollte, tue, ist dieses, ach, jetzt reicht's mir, runter mit dem Telefon. So, ich habe da, entschuldigt, ich habe da so einen kleinen Eimer, auf dem stelle ich gerade meine Füße ab und auf dem Eimer ist auch mein Telefon drauf. Und die haben sich jetzt irgendwie den Platz genommen und ja, jetzt habe ich halt das Telefon runtergeschmissen. Ja, aber was ich mich natürlich auch jedes Mal frage, wenn ich Besuch bekomme von jemandem, egal wie sehr ich mich auf diesen Besuch freue, entschuldigt, ist immer bei mir diese zweite Frage, was mache ich dann? Für mich ist jemanden zu Besuch haben das größte Ding. Ich sehe jemanden, der ist da, ich setze mich hin. Wir reden kurz und dann so 4 Minuten, vielleicht 2 Sätze austauschen und dann einfach wieder gehen oder sowas. Oder vielleicht auch mehr Zeit verbringen oder doch nicht oder doch. Das sind dann so diese Fragen, die ich mir dann stelle. Was mache ich dann? Was mache ich mit jemandem, der mir wichtig ist, auf dessen Besuch ich mich ja schon seit Tagen freue? Und was mache ich dann, wenn nicht alles so ist, wie ich es gewohnt bin? Was, wenn es meinen Alltag verändert? Genau, das trifft es auch gut. Weil jeder Besuch ist ja auch irgendwie was Neues, was anderes, was Besonderes, was Unvorhersehbares. Oh Gott, ich kann Unvorhersehbares nicht wirklich gut leiden.
Und trotzdem möchte ich ja, weil ich mich ja sehr freue, dass diese Person da ist, ihr zeigen, dass ich mich freue. Aber ich bin halt nicht so gut im Zeigen, dass ich mich freue. Also zumindest nicht so, wie die meisten es gewohnt sind. Die meisten haben irgendwie ein anderes Bild von ich freue mich, dich zu sehen als ich. Sowas wie ich umarme dich, ich freuen oder sowas. Ich weiß nicht mal, wie das funktioniert. Das tut mir leid, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, weiß ich nicht mal, wie jemand in Anführungszeichen nicht Asperger sich normales und nicht Asperger sich drauf freut, sich freut und wie der das zeigt, dass er sich freut. Weil ich weiß ja nur, wie ich es zeige. Und ich zeige es, indem ich einfach da bin, indem ich einfach die Zeit mit jemandem verbringe, indem ich einfach mich für ihn interessiere oder für diese Person einfach interessiere. Oder eben auch durch die Tatsache, dass ich jemanden zum Beispiel in meine Wohnung lasse. Das ist nämlich überhaupt nichts Besonderes. Also, wo ich es gerade so sage, falsch formuliert. Es ist etwas sehr Besonderes, wenn ich jemanden in meine Wohnung lasse. Weil hier ist ja sozusagen mein geschützter Raum. Hier möchte ich am liebsten niemanden anders außer meinen Eltern haben und meiner Babette und meinem Winfried oder meinen Großeltern. Halt niemanden anders außer den Leuten, die mir wichtig sind. Und wenn ich dann einfach jemanden einlade, zum Beispiel, sei es, komm doch zu mir hoch, dann heißt es, dass diese Person schon von sich aus ein ganz schön großes Privileg kriegt. Das ist ein sehr hohes Privileg. Ich meine, wenn ich mal so rechne, aufs Jahr gesehen, komm zu mir in die Wohnung. Drei Leute. Drei Leute. Mehr dürfen hier nicht her. Ja, und deswegen sind es auch so Zeichen, dass mir jemand wichtig ist und dass ich mich freue, dass er da ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie meine Nachricht rübergebracht habe oder nicht, aber es ist meistens so, dass ich, wenn ich mich freue, dass ich dann so viele Gedanken im Kopf habe und so viele Dinge mir durch den Kopf gehen, was wenn, was wenn, was wenn, dass ich mich einfach überhaupt nicht mehr konzentrieren kann und ich dann überhaupt nichts mehr auf die Reihe kriege. Und deswegen war auch mein Freitagsvideo so kurz und deswegen eben auch nochmal Entschuldigung an dieser Stelle. Aber so ist es halt bei mir. Ja. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas offen geblieben ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr mir ein Abo da lasst oder eben auch einen Daumen hoch. Ihr könnt mich übrigens auch über Facebook fragen oder auch per E-Mail. Das ist dann die bell.riedmeier@outlook.com. Wobei Riedmeier mit, wie das Ried und Meier mit Y, so sagt so Mama, geschrieben wird. Und ich hoffe, wir sehen uns am Freitag. Tschüss!